Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Weine nicht, wenn der Pegel fällt. Dam, 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 dam. Ich hab gerade ein Bier bestellt. Dam, 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 dam. Wenn ich neue Leute kennenlerne, muss ich mich mit meinem Humor immer erst dosiert an ihre Empfindlichkeitslevel herantasten. Ganz ehrlich, hat das jemand von euch auch so? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Zahnarzt. Nutzen Sie Zahnseide? Nein. Sollten Sie? Okay. Ein Jahr später. Nutzen Sie Zahnseide? Nein. Sollten Sie? Okay. Was ist die Diagnose, Herr Doktor? Welches Sternzeichen haben Sie? Krebs. Was ein Zufall. Stellt euch vor, ihr wohnt in einem Mehrfamilienhaus und euer Nachname ist Licht. Frauen haben so viele Ausreden, um keinen Sex zu haben. Ich habe meine Tage, ich habe einen Freund, ich bin erst 8. Mich erwartet ein Ort mit 72 Jungfrauen. Selbstmordattentat? Nein, Informatikkurs. Hast du mittlerweile eigentlich eine feste Freundin? Nein, immer noch die Wabbelige. Ich werde Wrestling nie verstehen. Warum kämpfen Männer ohne Hose bitte um einen Gürtel? Polizeinotruf. Oh, hallo, bin ich bei der Polizei? Nein, ich bin bei der Polizei. Sie sind irgendwo da draußen und telefonieren. Wo soll ich Ihnen hinspritzen? Po oder Rücken? Eigentlich bin ich nur zum Impfen hier. Warum können Rapper nicht über nette Dinge rappen? Yeah, Bitch, ich zieh dir deine Kleidung aus, falte sie zusammen und lege sie behutsam in den Schrank. LMAOSHIFOTTARSALOTF. Laugh my ass off so hard, I fell off the toilet and accidentally shit a little on the floor. Ich schaue Zombie-Filme, um genau vorbereitet zu sein, falls es wirklich mal passieren sollte. Genauso wie Pornos. Ich hasse zwei Dinge. Erstens, Leute, die denken, sie hätten den größten. Und zweitens, wenn ich mit einer Morgenlatte aufstehe und die Deckenbeleuchtung runterhole. Wenn man zwei Stricknadeln in einer Steckdose hält, kann man seine Intelligenz messen. Verallgemeinerung finde ich generell scheiße. Ich bin heute schon dreimal gut mit Kritik umgegangen. Noch einmal und ich raste aus. Ohne das E würde Europa ganz schön alt aussehen. Wie entfernt Justin Bieber seine Kondome? Er furzt. Habe gerade gekocht, kann aber wegen dem Rauch noch nicht erkennen, was. Ich nenne meine Freundin mittlerweile HSV. Sie wird auch immer zu Hause geschlagen. Ich habe nicht die größten Titten hier und das als einzige Frau im Informatikkurs. Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Master Jam. Bis nächste Woche.